Guten Tag, hier ist es Sebastian Kraus. Herr Putinov. Wie bitte? Herr Putinov. Wie kann ich Putinov. Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Okay. Ich melde mich von Ihres Handelskonto weiter aktivieren, Herr Putinov. Was machen Sie? Warte, ich hole mal meinen Enkel. Ich kann Sie nicht verstehen. Einen Moment, bitte. Ja, kein Problem. Hallo, was geht? Markus, ja, bist du das? Wie bitte? Markus, bist du das? Hallo? Nein, nein, hier ist Sebastian Kraus von Bitcoin-System. Bitcoin-System? Genau. Was geht? Ich melde nämlich von Ihrem Handelskonto. Weil ich das hier steht. Haben Sie ein Demo? Hallo? Hören Sie mich? Ich kann dich hören, ja. Hallo? Ja, was denn? Hast du schlechte Ohren oder was? Ja, ich fühle sie ein bisschen so einfach ganz schlecht. Wie ist denn dein richtiger Name? Sag mir mal deinen richtigen Namen. Sebastian Kraus. Ach komm, hör auf mich anzulügen. Ja doch, eigentlich ich bin Italiener. Aber Italiener heißen Sebastian Kraus oder was? Genau, Kraus ist von meiner Frau. Von deiner Frau? Du hörst dich an, als wärst du gerade 14 Jahre alt. Du hast doch keine Frau. Ich bin 27er Jahr. 27er Jahrgang? Du bist aber ganz schön alt schon. Ja. Und was möchtest du heute? Du hast zwei Kinder? Okay. Ja, weil haben sie eine Anmeldung gemacht bei uns? Ich helfe sie weiter, ein Online-Handelskonto aktivieren. Ein was willst du machen? Online-Handel, Online-Investieren, Online-Kaufen. Gehirnzellen online aktivieren? Vielleicht solltest du das erstmal selber probieren, oder nicht? Oder kannst du mir da helfen? Ja, kein Problem. Ja, wirklich? Ja. Okay. Gut, wie viele hast du? Ich? Momentan? Ja, wie viele Gehirnzellen hast das du im Moment? Das ist mein Privat. Das ist privat. Warum? Das ist privat. Das ist privat, ich kann es ja sagen. Wie viel jetzt Geld habe ich momentan? Nee, nicht Geld, Gehirnzellen. Ja, das ist auch privat. Ist auch privat, ja, okay, ist wahrscheinlich ziemlich peinlich deswegen. Aber ist okay, ich respektiere das. Weißt du, ich habe Ehre und so. Ja. Ja. Und ich helfe sie weiter. Finde ich klasse, du bist ein guter Junge. Oder haben sie schon gehandelt? Online bis jetzt? Oder. Kauf mal. Ich verkaufe Gartenzwerge bei eBay. Meinst du das? Wegen meinem bei Handel. eBay? Ja, eBay. Ja, ich bin momentan bei Big Panda, bei... Bei was? Big Panda? Ist das sexuelle Belästigungspanda oder hat er damit nichts zu tun? Ja, doch. Wie, ja doch? Ich stell dir eine Entweder-Oder-Frage und du antwortest mir doch. Was ist los mit dir? Bist du müde? Ist zu spät am Abend oder was? Ja, genau. Wie lange musst du arbeiten, Bruder? Warum, Bruder? Bis 20 Uhr. So lange? Alter, da gehe ich schon schlafen. Was ist da los? Ja, weil das ist auch mein Job. Und ich dachte, du machst das aus Nächstenliebe. Weil wenn man so viel Geld mit diesen Bitcoins verdient, dann muss man ja nicht mehr arbeiten, oder was? Ja, ich arbeite, aber ich arbeite nicht ganz Tag. Ich arbeite pro Monat. So, 4 Tage oder 6 manchmal. So viel? Das auch. Nein, ich nicht so viel. Ich helfe nur bei Leuten. Ich helfe bei Leuten? Geld. Ich helfe auch immer bei Leuten. Genau. Was brauchen Geld? Weil jeder Kunde braucht Geld. Ja, kannst du mir Geld geben? Ja, kein Problem. Wenn investieren wir, das ist kein Problem. Das ist ganz einfach. In was soll ich denn investieren? Bei Bitcoin. Erste Mal müssen Sie nur einen Betrag offen bei uns. Und was soll ich machen? Ein Online-Handelskonto aktivieren bei uns. Ich weiß doch gar nicht, was das ist. Du sollst mir das erklären, Mann. Ich bin kein schlauer Italiener. Ich weiß sowas nicht. Verstehst du? Rufst du an aus Italien oder was? Nein, nein. Ich bin momentan in Deutschland. Was heißt... Ich darf nicht Italienisch sprechen, weil das ist auch... Ist verboten, das ist auch voll. Wir dürfen nicht, das ist voll rassistisch, Alter, wenn du deine Sprache nicht sprechen darfst.
So hat das damals angefangen mit dem Völkermord gegen die Indianer. So hat das angefangen mit dem Völkermord gegen die Koreaner. Ihr solltet aufpassen, dass ihr nicht die. Wer verbietet dir, deine Sprache zu sprechen? Sag mir seinen Namen. Nein, ich kann nicht jetzt das sagen, weil das ist auch jetzt mein Job. Das ist Unterdrückung, verdammt. Italian Lives Matter, okay, verstehst du das? Wir müssen eine Bewegung gründen. Ja, genau, richtig. Klasse, gib mir mal deine E-Mail-Adresse, ich schicke dir Mitgliedsbogen. Eigentlich, von welchem Land kommen Sie? Ich komme aus Russland. Russland, genau. Natürlich. Richtig. Magst du Putin, sag mir. Putin. Ja. Ja, magst du Putin? Wladimir Wladimirovich Putin. Ist guter Mann. Ja, genau. Putin ist bester Mann. Wie heißt Präsident von Italien? Ich vergessen. Ja, jetzt reden wir nicht auf Premiere und sowas weiter, weil... Nee, nicht Premiere. Ich will wissen, wie heißt der Präsident von Italien. Musst du doch wissen, wie heißt dein Präsident. Ja, das ist schon 6 Minuten. Wie machen wir jetzt weiter? Haben Sie jetzt einen Computer dabei oder einen Laptop? Ich habe immer meinen Computer dabei. So wie andere Leute so einen Flammenwerfer auf dem Rücken tragen, habe ich immer den Computer dabei. In so einem, in so einem 150 Liter Deuter Rucksack. Vielleicht kriege ich ja ein Sponsoring von denen. Verstehst du das? Aha. Machst du auch Sponsoring? Okay. Nein. Warum nicht? Okay, wie machen wir jetzt weiter? Weiß nicht, du bist der Chef. Du bist der Profi, oder nicht? Ja, ich bin die Expert, ja. Bist du Junge oder Mädchen? Junge. Ach so, weil du gerade gesagt hast, du bist ein Die. Ich meine, das kann sich ja heute jeder selber aussuchen. Ich identifiziere mich als kleinwüchsiges Meerschweinchen. Deswegen nennen Leute mich auch immer wieder Hamster, aber das ist ja auch schon wieder Missgendern, verstehst du? Ja, genau. Ist das in Italien auch so schlimm? Wie schlimm? Ne, weißt du, der Nächste sagt, ja, ich identifiziere mich als Mülltonne, aber wenn du da den Müll dahin trägst und drüber schüttest, sind die auch beleidigt. Verstehst du das? Ja. Ist echt schlimm. Was kannst du mir anbieten, Bratan? Was heißt Bruder auf Italienisch? Wir dürfen nicht einfach Italienisch sprechen, das haben wir ja schon gesagt. Nee, ich will ja Italienisch sprechen, aber du musst ja nicht machen. Aber wenn machen Sie jetzt mit mir Spaß? Ich lege nur auf. Warum willst du auflegen, Mann? Wir reden doch wie normale Menschen, oder nicht? Ja, weil haben Sie jetzt schon 10 Minuten? Das 7. Das ist auch mein Job. Ja klar, aber du musst dich doch auch mit, du Verkäufer, du musst dich mit Menschen doch unterhalten, oder? Ja, weil... Du bist doch kein Roboter, Mann. Moment, weil andere Leute brauchen auch noch Hilfe. Ja, aber doch nicht mehr so spät, am Abend. Die schlafen doch alle. Nein, ist schon okay. Ja, dann erzähl mir, was du machen willst. Okay, haben Sie gehört von einem Programm Anydesk? Hab ich was nochmal? Das war zu schnell. Anydesk. Ist das italienisches Wort? Nein. Das ist ein Programm, ich helfe Sie von meiner Seite ein Online-Handelskonto aktivieren. Ach so. Dann ich gebe Ihnen einen Bonus. Ich gebe Ihnen einen Bonus bis 100%. Wie 100% Bonus? Genau. Das ist ja wie in Nordkorea, blöd. Ja, heute haben wir einen Preis, deswegen ein Paket. Ein Preis? Ein Preis, genau. Wer hat den Preis gewonnen? Wie ist sein Name? Auf Preis. Das ist ein Preis, so wie Angebot. Ach, ein Angebot, okay. Das ist gut. Warum? Was gibt's zu? Ist es Neujahrsangebot oder was? Ja, das ist neues als Angebot. Krass. Wie lange geht das Angebot? Und wie sind die Geschäftsbedingungen für das Bonus? Wie viel muss ich geben? Wie viel kann ich bekommen? Achso, wir anfangen ja mit Mindestbetrag. Bei uns ist Mindestbetrag 250 Euro, ne? Und so wenig? 100% Bonus? Ja, 100% Bonus. Das heißt 850 Euro insgesamt. Ne? Direkt auf Ihres Handelskonto. Nach einer Woche, 2 Wochen später. Aha. Dann bekommen Sie einfach doppelte Geld. Was bekommt man? Doppelte Geld. Doppelt? 2000 Euro. Genau. Bis 2000 Euro. Das ist nicht kleineres Geld. Ne, das ist richtig viel. Ja, genau.
Ich muss nur kurz hier. Ich muss nur kurz einmal die Sponsorenliste kurz zu Ende schreiben. Ja, kannst du eine ganz kleine Sekunde kurz. Erzähl ruhig weiter, aber ich muss kurz was aufschreiben, ja? Ja. Ja, erzähl weiter, du. Ist alles cool. Wie alt sind Sie? Ich bin 36 und du? 27. Oh, du bist ja noch junger, Junge. Ja. Okay. Ja, okay, wenn haben Sie keine Zeit jetzt? Ich hab Computer jetzt angemacht. Sag mir, was soll ich machen? Was benutzen Sie? Kreditkarte oder? Nee, Windows 10. Karte, Sparkasse. Volksbank? Ja, klar. Okay. Haben Sie gehört von einem Programm AnyDesk? Nee, immer noch nicht. Ich habe den Computer jetzt angemacht. Okay, schreiben Sie jetzt A wie Anton? Wo? Ein E-Mail oder was? E-Mail-Adresse? Nein, bei Google. Aha. A wie Anton? Anton? N wie Nordpol? Nee, du musst den russischen Namen nehmen. N wie Natascha. Jetzt machen Sie Spaß mit mir, okay? Ich lege auf. Ach, stell dich doch nicht so an, Mann! Wir sind nicht hier Kindergarten. Nee, wir sind nicht Kindergarten. Erzähl, gut, dann machen wir es langweilig. Ist auch in Ordnung. A-N? Y? D? Wie Deutschland? Deutschland, ja, okay. E? D? Dora? E? S? F? Wie Frankfurt, genau. Oder was? Nein. E? Ida. Sag mal das Wort bitte dazu, ich verstehe es nicht. Okay, wie Esslingen. Wie was? Esslingen. Was ist das? Wie Eiscreme oder was? Wie Eiscreme, genau. Ja, okay. Und jetzt S wie Siegfried? Siegfried? Genau, und ein K. K wie Khrushchev, ja? Ja. Okay. Suchen. Unterladen. Download. Was soll ich machen? Download. Ich habe jetzt AnyDesk geschrieben bei Google oben. Genau. Und was soll ich jetzt machen? Ha? .com, suchen. .com. Also, ach, ist Internetadresse, sag das doch. Komm mir so blöde vor hier. Okay, da steht runterladen. Genau, runterladen. Soll ich das runterladen? Ja, genau. Okay, warte. Ich muss hier noch den richtigen Filter anmachen. Wegen der VM, okay, verstehst du? Die Leute wollen das ja dann auch richtig machen. So, ich habe das runtergeladen. Was ist das? Ist das das Programm für Bitcoin-Trading? Nein, das ist ein Programm. Ich helfe Sie von meiner Seite, ein Online-Handelskonto aktivieren. Okay, gut. Und dann kann ich Geld verdienen, okay. Ja? Genau, richtig. Krass. Ein guter Junge. Ja. Okay, jetzt sagen Sie mir die neunstellige Nummer. Telefonnummer? Nein, neunstellige Nummer. Wo? Rote? Oben. Ja. Das steht oben. Soll ich das Programm jetzt aufmachen, ja? Ja. Warum musst du das sagen? Ich kann das doch nicht erraten hier alles. Okay, ja, da steht Problem. 984. Moment. 984. 646. 646. Ja, und dann 966. 966. Aha. Akzept annehmen. User FTD. Starten. Okay, starten. Aha. Genau. Ich bin jetzt drin. Wo? Sehen Sie jetzt meine Maus? Ist das wie MSN? Können wir hier chatten? Nein. Ich helfe Sie. Was ist mit meiner Maus los? Huch, was ist das? Ja, weil ich bin jetzt da drin, ne? Ach, ist Fernwartung oder was? Guck mal, Fremdwort gelernt. Ha. Okay. Und was jetzt passieren? Okay. Okay, mach mal wieder so. Haben Sie gar keine Kreditkarte? Doch, habe ich doch gesagt. Ich habe hier Volksbank.
Okay. Was tust du da, Bruder? Moment, bleiben Sie kurz drin. Lang Wodka. Wodka? Ich trinke auch manchmal, ja. Was ist mit Wodka? Was hast du gesagt wegen Wodka? Willst du jetzt Guardians of the Galaxy gucken oder was? Guadarian? Genau. Das ist eine Wechselstube? Eine Wechselstube? Du bist ja fremdsprachlich jetzt echt schon im Hochlevel angekommen. Mhm. Aha. Okay. Aber da steht alles auf Englisch. Ich kann nur Russisch sprechen. Kannst du auf Russisch umstellen? Nein, ich kann nicht auf Russisch jetzt. Blöd. Weil, wie habe ich gesagt, ich bin Italiener jetzt. Ja, aber du musst mir erzählen, was steht da, weil ich kann Englisch lesen. Verstehst du das? Moment. Aha. Das ist eine Wechselstube? Ja, das habe ich verstanden. Ich bin ja nicht dumm, wir haben Schulen in Russland, verstehst du das? Okay, mit wie viel möchten Sie anfangen? Mit wie viel möchten Sie anfangen zu online handeln? Was würdest du mir raten, Bruder? Sag mir. Was ist gut für Anfang? Also ich will bisschen viel Geld verdienen, verstehst du das? 500 ist genug. 500 ist gut? Ja. Alles klar, dann machen wir. Du wirst mich schon recht leiten. Ja, okay. Schreiben Sie 500. Was soll ich machen? Schreiben Sie da hier 500. Also ich dachte, du machst das jetzt alles. Warte. Okay, ich mache alles. Ja, du hast dich doch hier eingeloggt auf meinen Computer. Jetzt hast du 30 geschrieben. Nein. Schreiben Sie 500. Nein, löschen Sie. Ja. Was jetzt falsch? 500. Genau. Und klicken Sie jetzt bei. Aber warum steht da Minus? Ich dachte, ich krieg was dazu. Du hast doch gesagt, ich krieg einen Bonus. Und jetzt wird mich hier ein was ist das? Ein Fee? Ja, doch. Ist das ein guter oder ein böser Fee? Ist das Maleficent? Das ist. Erste Mal müssen Sie einfach ein Online-Handelskonto aktivieren und dann bekommen Sie von unserer Seite Bonus. Haben Sie jetzt verstanden? Das habe ich nicht verstanden. Erzähl bitte nochmal. Machen Sie mit mir Spaß? Du, ich bin neu, weil ich verstehe das nicht. Ist das erste Mal, Mann. Sei nicht so frech zu mir. Okay, nach dem Account, dann bekommen Sie einen Broker, Bonus, extra Schulung. Schulung? Ja, Schulung, wie einfach können Sie selbst handeln bei uns. Also zu trainieren. Ein App über Handy? Ja, ein App über Handy und was? So weiter. App über Handy? App. App, okay. Applikationen. Okay, verstehe. Genau. In Handy und da können Sie einfach alles gucken, alles wissen und so weiter. Und jetzt brauche ich Visa-Card oder was? Ja, das geht auch mit normalem Girokonto. Nur mit Überweisung. Hä, was jetzt? Benutzen Sie online? Benutzen Sie Online-Banking? Ja, klar. Ja, klar. Was willst du jetzt? Willst du jetzt PayPal, willst du Kreditkarte oder willst du Online-Banking? Was soll ich machen? Ja, mach mal wieder mit SEPA. Klicken Sie bei SEPA. Was ist das? Klicken Sie da hier. Da hier? Okay. Da steht 5000 Euro. So viel wollte ich nicht geben. Genau. Und dann zustimmen? Was denn? Ich kann das doch alles gar nicht lesen. Hier? Was stimme ich da denn zu? Was steht denn da? Sag mir, was steht da überhaupt? Das ist, ich will das machen. Das habe ich mir ja gedacht, dass das da steht, aber was bedeutet das? Okay. Jetzt warten Sie kurz, das bekommen Sie eine E-Wallet-Adresse von aha. Mir. Moment.
Wie lange machst du schon diese Arbeit, sag mir? Du bist Profi, oder? Ja. Wie lange machst du schon? 2 Jahre schon. 2 Jahre? Ist gute Arbeit? Ja. Alter, was ist das für Musik bei euch aber da ich hinten? Ja, Spanisch. Ach, spanische Musik darfst du hören, aber du darfst nicht Italienisch sprechen, oder was? Ja, aber das ist nur Musik. Dann sing doch mal ein Lied auf Italienisch für mich. Ja, Spaß. magst du russische Musik, sag mir? Ja, habe ich gehört. Ja? Heißt die, bei Clubhouse oder was? Nein, ein Drapa war. Wie heißt die? Keine Ahnung. Ja, dann ist schlecht, aber findest du gut, finde ich krass. Ja. Magst du Rap-Musik, ja? Rap, Miyagi. Mr. Miyagi? Ist das nicht der Kleine Miyagi hier von Karate Kid? Nein, das ist ein Rapper. Ach so, aber so heißt der Trainer von Karate Kid, heißt Mr. Miyagi. Das ist quasi so ein Meister Splinter von den Turtles für Arme. Verstehst du das? Was muss ich denn jetzt hier machen? Da steht Adresse. Soll ich da meine Adresse reinschreiben? Ja, Moment. Nein. Moment, das bekommen Sie jetzt. Ich mag dieses Lied. Wie heißt das? Wer? Das Lied. Wie ist das Name? Na, keine Ahnung. Hast du keine Playlist? Nein. Was ist das denn für Scheiß? Machst du auch selber Rapmusik, sag mir? Ja. Ja? Mach mal Freestyle. Jetzt? Ja, klar. Ein Kumpel von mir hat Plattenlabel, vielleicht kann ich dir helfen. Kunden? Plattenlabel, Rekord, ach so, Label. Ach so, nein. Aber ich weiß leider das italienische Wort nicht dafür. Ach so, kommen Sie aus Moskwa? Moskwa, ja, das ist das russische Wort von Moskau, würde man bei Deutschland sagen. Ja, Moskau. Aha. Und Kremlin. Wie ist jetzt in Russland? Ha? Wie ist jetzt in Russland? Ist gut. Ist ein gutes Land. Ist gut? Mhm. Ja. Oder was meinst du? Meinst du Wetter? Meinst du Frauen? Meinst du Essen? Essen, Frau, alles. Frauen sind die schönsten der Welt. Essen muss man mögen. Und Putin ist einfach der Geilste. Verstehst du das? Ja. Was ist das? Das ist eine Evrolet-Adresse. Eine was? Evrolet-Adresse. Was bedeutet das? So wie ein Banking. Wie jetzt ein müssen Banking. Sie Ihre Handynummer? Ja, müssen Sie jetzt Ihre Handynummer geben und dann bekommen Sie einen SMS-Code. Ein SMS-Code? Genau. Wozu brauche ich SMS-Code? Weil das ist ein Sicherheitscode bekommen Sie. Ein was? Sicherheitscode. Ach hier wie bei Banking oder was? Genau. Und da müssen wir schreiben, dass 4-stellige Nummer oder 6-stellige Nummer. Okay. Nein, mit 0. Löschen Sie 0. Hä, was soll ich machen? Die 0 löschen Sie. Mit 1 müssen Sie anfangen. Nein, mein Vorwahl fängt aber mit 0 an. 0176. Nein, 176. Ist immer meine Vorwahl gewesen, da ist immer ein 0 dabei. Ich weiß das, ich habe mich heute selber angerufen, weißt du, und da habe ich ein 0 genommen bei vorne, verstehst du das? Okay, machen Sie weiter. Na gut. Machen Sie weiter. Und jetzt? Moment. Send Code. Jetzt bekommen Sie einen SMS-Code. Okay. Moment. Haben Sie schon? Ja, warte, Handy klingelt. Soll ich da reinschreiben? Ja. Genau. Ach, da geht nur mit Code, ha? Huh? Ja, nur mit Code. Aber da kommt jetzt hier noch ein Bindestrich
Und dann steht hier WC frisch, aber das kann ich da gar nicht reinschreiben. Nein, nein, nur die Nummer, nur die Nummer. Ja, da steht 00 WC frisch. Was soll das bedeuten? Nein, 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 keine Chance. Das ist nur vierstellige Nummer oder sechsstellige Nummer. Ich habe eine Idee, wir schreiben dann in IQ da rein, dann klappt das bestimmt. Scheinbar nicht. Haben wir genug? Noch 10, 9, 9 Sekunden? Ich probiere es ja. Ich probiere es ja. Meine Telefonnummer da reinschreiben oder was? Warte. Genau. Warte, jetzt ist das weggegangen. Hallo? Ja? Du schnallst es nicht, ne? Geben Sie Ihre Telefonnummer jetzt und dann bekommen Sie ein SMS. Glaubst du wirklich, ich bin so dumm und schicke dir 500 Euro? Das ist deine Wallet-Adresse, die du da reinschreibst, du Scheißbetrüger, du dumme Idiot. Ich mache gerade Video für YouTube, du Trottel. Ja und? Ja und, du bist ein Scheißbetrüger. Wer ist ein Scheißbetrüger? Du, geh dir mal richtige Arbeit suchen, du Schwein. So ein Scheißdreck hier, das ist deine Nummer, wenn das Geld jetzt weggeschickt, das kommt auf deine Bitcoin-Wallet. Nein, du kleine Idiot. Komm, wir gucken mal, wie viel Geld auf deiner Wallet ist, das kann man ja ganz einfach gucken. Wie lange machen Sie die YouTuber jetzt? Oh, 7 Jahre? 7 Jahre schon. So ungefähr? Ja, aber das habe ich gemerkt, aber deswegen habe ich gesagt, warum machen Sie Spaß mit mir? Weil du ein Vollidiot und ein Betrüger bist. Guck mal hier, das bist du. Nein, ich bin nicht Betrüger. Ich habe hier ein Bild von dir gefunden. Guck mal, das bist du. Nein. Und das ist noch viel zu teuer für dich. Nein, ich bin nicht so eine. Ja, stimmt, du bist noch schlimmer als der Typ. Nein. Doch. Was ist los mit dir? Warum machst du sowas mit anderen Menschen? Bist du nicht zur Schule gegangen? Hast du keine Arbeit gelernt? Ja doch, habe ich schon eine Schule gemacht. Ja, was hast du für eine Schule gemacht? Ein Schulhaus aus von Playmobil oder Lego zum Aufbauen oder was? Okay, das habe ich gemerkt. Das war auch Spaß mit mir. Gib mir deinen Chef. Gib mir mal deinen Chef, du Trottel. Nein, Chef ist jetzt momentan nicht da. Oh, schön, was ich alles mit dieser Wallet machen kann, Blatt. Oh, schön, ich habe das kopiert, Mann, Alter. Da mache ich so schön Scheiße mit. Was? Nur ich werde es überall eintragen. Mir scheißegal, okay? Glaubt ihr das scheißegal? Guck mal, können wir hier unten chatten, wenn ich da drauf klicke? Kannst du das lesen? Kannst du mal vorlesen? Ja. Ja, das bist du. Fuck, oh Uhr. Ja, mit Englisch ist schon schwierig, wenn es nicht mal mit Deutsch klappt, ne? Oh, du kannst Ausrufezeichen machen. Guck mal, das ist ein Herz. Guck mal, ich zeig dir mal, wie man eine Eule macht. Warte. Guck mal, das ist eine Eule. Das bist du. Guck mal, ich zeig dir mal noch, wie man... wo ist er denn? Warte. Wie ging das denn nochmal? Warte, ich hab's gleich. Ja, ihr habt die ganzen lustigen Nummern gesperrt. Ich wollte dir gerade ein Hitler-Smiley machen. Hättest du wahrscheinlich auch nicht verstanden. Bleiben Sie gesund. Ich bleib immer gesund. Ich stirb an Corona in deinem komischen Callcenter da. Und wie heißt die YouTuber? Wie heißt die YouTuber? Telefonziege, genau. Kannst du ja mal angucken. Wie? Telefon? Komm, wir gehen zusammen gucken, ja? Du bist ja gerade hier auf meinem Computer. Ja. Haben Sie schon auf meine Gespräche auf Computer? Jetzt, momentan. Ja klar, oder? Du bist jetzt gerade auf meinem Computer und ich nehme das alles auf mit Bild und Ton und dann kannst du demnächst... Nein, 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 bitte doch. Nein. Doch, und dann kannst du dir das dann angucken. Telefon? Hier, guck mal, da gibt es ganz viele. Guck mal, das bist du auch, bist du ein Ziege. Zeig mal. Ja, was, Video. Du bist du hier gerade drauf oder nicht? Das kann man nur anhören, was soll ich da zeigen? Und wie kann ich das suchen? Guck, da oben ist doch die Adresse, du bist doch Computerexperte. Wir verkaufen Ihre Immobilie. Oh verdammt, jetzt kommt Werbung, natürlich im besten Moment. Telefon drauf. Müssen wir mal kurz überspringen. Kannst du hören, wenn ich das jetzt anmache? Ja. Und dann hören wir uns das jetzt zusammen an. Na du!
Hörst du, das ist meine Stimme? Nein, 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 das ist das erste Mal, dass ich Sie angerufen habe. Ja, wirklich? Bist du Thomas doch oder nicht? Nein, nein, aber ich bin ganz schlecht. Ich bin Ansprechpartner von Bitcoin. Ah, kannst du nicht gut hören? Nein, kann ich nicht gut hören. Das ist schade, vielleicht kaufst du dir von deinem ergaunerten Geld dann mal ein Hörgerät. Wie viele Leute hast du heute verarscht? Sag mir mal. Nein, nicht viel. Ich bin nicht so eine. Natürlich jetzt bist du so eine. Regularplattformen. Nee. Ja, wo? Zeig mir deine Lizenz. Zeig mir deine Lizenz. Los, sofort. Jetzt sofort. Ja, guck mal hier. Das ist deine komische Internetseite. Zeig mir, wo ist Lizenza? Puta Mare. Ja, in Estland sitzt ihr. Wer hat euch Lizenz gegeben, ha? Sophia steht auch hier. Wer steht da, Sophia? Code, alles. Wo ist denn? Zeig mir Lizenz, wo ist das? Kontakt Support, da kann man nur Tickets schreiben. Wo ist deine Lizenz, du Idiot? Machen Sie nach unten? Ist ganz unten. Ja. Noch weiter unten ist nur noch dein Niveau und deine Würde. Ja, okay, tschüss, bleiben Sie gesund. Verpiss dich, du Scheißbetrüger. Geh deine Lizenz fressen. Nochmal, Moment. Wie heißt die YouTuber? Gehen Sie oben? Ja, mach du hast doch Kontrolle über den Computer. Kannst du mal bitte sagen, lassen Sie die Maus frei? Das habe ich lange nicht gehört. Kannst du das? Sag mal bitte, lass die Maus frei. Bitte, sag es. Nur für mich. Okay, erfindet YouTube nicht, ohne YouTube bei Google einzugeben. Okay. Und wie jetzt, dass ich schreiben und... Guck mal, hier ist doch schon ein Video. Ja, okay, aber wie kann das finden? Steht da doch, guck hier. Telefonziege. Ich weiß leider nicht, was das... Telefon? Komm, wir probieren jetzt mal, ich bring dir jetzt noch ein bisschen Deutsch bei. Guck mal, von Deutsch... Geht alles nicht. Von Deutsch nach Italienisch. Jetzt wollen wir mal gucken, was Ziegen auf Italienisch heißt. Guck mal. Kannst du das mal aussprechen? Telefono Cabra, vaffanculo. Ja, okay, halt, tschüss. Ja, verpiss dich endlich, puta madre. Was ein Idiot.